Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir sind direkt in der Charaktererstellung, wie ihr sehen könnt. Wunderschön. Dem einen oder anderen wird es vielleicht bekannt vorkommen, denn wir spielen Dark Souls 1. Es ist November. Dementsprechend ist für mich Dark Souls Zeit. Also weiß ich auch nicht. Letztes Jahr im November habe ich so viel Dark Souls geguckt, dass ich mich dann irgendwie auch dazu überreden lassen habe, von meinem eigenen Gehirn, das doch auch mal zu spielen. Und kurzer Disclaimer, das war mein erstes Let's Play hier auf dem Kanal. Ende November war das. Dementsprechend hält dieses Spiel einen besonderen Platz in meinem Herzen. Habe ich es durchgespielt? Nein. Weil ich einfach nicht mehr weiterkam. Ich habe es einfach irgendwann verworfen. Und wir haben nie wieder drüber geredet. Bis jetzt. Also es ist ein Jahr her. Wir spielen, oder damals habe ich als Vagabundin gespielt. Hohe Beweglichkeit, führt den Krummsäbel, bla bla. Jetzt spielen wir als Dieb. Einfach, weil wir cool aussehen. Müssen wir zugeben. Wir haben hohe kritische Treffer und wir haben den Generalschlüssel. Und das ist, ich hoffe, dass ich damit das umgehen kann, weswegen ich dieses Spiel nie durchgespielt habe. Denn ich habe den Goat Demon nie besiegen können. Egal wie hoch ich war. Ich habe Level zugelegt, Level, Level, gelevelt, gelevelt, gelevelt. Ich habe ihn nicht besiegt gekriegt. Ich weiß auch nicht warum. Aber wahrscheinlich liegt es daran, er ist eine Ziege, ich bin eine Ziege. Vielleicht trifft das alles, vielleicht müssten wir uns verbünden, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich bei der Gabe, die man sich aussuchen kann, den Windswesenring benommen, weil der eine kleine Zunahme von TP gibt, wenn man den ausgerüstet hat. Was ich als Noob sehr gut finde. Wir hätten auch den Generalschlüssel nehmen können, aber deswegen spiele ich als Dieb, damit ich zwei Anfangs-Items habe, weil wir wollen hier einfach nur durchkommen. Und wir spielen mit diesem Charakter und gehen rein. Nicht wundern, dass da unten so ein In kleiner the Age of Ancients, schwarzer Balken ist. the Der ist world was hinterher nicht mehr da. unformed, Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ich habe schon shrouded 15 by Mal fog. dieses Video anmoderiert. A Mein Mund land ist of fusselig gray und wir crags, sind 2 Minuten in arched der trees Aufnahme jetzt. and everlasting So, wir gucken dragonflies. uns das Intro an. Obwohl, wer versteht die But then there Lore was von fire. Dark Souls? Ich nicht. And with Ich gebe mir aber auch keine fire Mühe. Also das könnt ihr jetzt came disparity. nicht wirklich hier erwarten. Aber Heat, dieses Spiel ist auch, glaube ich, the einfach cold, nicht dafür da, irgendwie, life and death, dass man die Lore and of richtig course, versteht von einmal light einen Let's and Play gucken oder dark. sowas. Da muss man, glaube ich, schon richtig tief graben, wie so ein kleiner Maulwurf, und sich da die ganzen Then from the Felsbröckchen dark an they Lore, came Lore rein zwirbeln. and found the souls of lords within the flame. Oh yeah. Nito, the first of the dead. Oh yeah. Hey, Scully. The Witch of Izalith and her daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight and his faithful knights. And the furtive pygmy. So easily forgotten. Soll das eigentlich ein Zwerg sein? Also jetzt With the mal. strength of lords, they challenge the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone scales. The witches weaved great firestorms.
Ist halt einfach kein Drache, das ist ein Lindwurm. Thus began the Age of Fire. Da-dam. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Da-dam. Even now, there are only embers. And man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Okay, das war das Intro. Jetzt sehen wir halt nur noch die kurze Cutscene. Also das Intro habe ich auch jetzt. Yes, indeed. Okay, Lady. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. Und da sind wir. This is your fate. Mit dem Rattenmann. Der Rattenmann, der alles kann. Okay, das sind wir. Ich muss Kerkerzellenschlüssel. Ich habe auch direkt was ausgerüstet. Also ich muss auch wieder in die Steuerung reinkommen. Das sage ich jetzt vorab nochmal, weil ich um Gottes Willen. Okay. Okay. Weil es lange her ist, einfach. So, und vor allem muss ich mich wieder dran gewöhnen, dass ich nicht so viel Health habe oder Ausdauer. Batz, batz, batz. So, und hier ist ein, oh Gott, Asylum Demon? Mit einem Thick Ass. So wie ich. So, zack. Wie viel? Okay, so ein Drittel ungefähr. Wir machen die einfach alle weg hier. So, weg da. Es kann auch sein, dass dadurch, dass ich jetzt mit einem Bluetooth-Verbindung zwischen dem PC und dem Controller irgendwie spiele, dass das manchmal nicht ganz so gut funktioniert. Das kann natürlich alles passieren. So, pass auf. Ne, also. Ich will nicht sagen, dass von dummen Ideen oder dumme Aktionen von meinen Fettfingern auf den, auf den Tasten irgendwie, dass das überhaupt gar nicht vorkommen wird. Das wird vorkommen. Und ich möchte kurz vorab sagen, dass ich halt das Spiel schon mal gespielt habe, nicht durch, aber ich habe mir auch mehrere Let's Plays halt angeguckt. Ich kenne das Spiel ein bisschen. Wie laufe ich? Ich weiß also so ungefähr, was man halt so ein bisschen machen muss. Jetzt hier das. Also es wird kein komplettes Blind-Ding hier sein.
Ich werde auch, ganz ehrlich, mir jetzt hier irgendwie nicht, also wenn wir das Spiel nicht durchspielen, dann ist das halt so. Sage ich auch nochmal halt. Ich möchte so weit wie möglich kommen, ja. Zielschild. Aber ich garantiere jetzt nicht dafür, dass ich irgendwie das durchspiele, wenn ich mich jetzt an irgendwas wieder ultimativ. Ach so. Aufhänge. Das. Also ich kann es nicht garantieren. Ich möchte es so weit wie möglich durchspielen, weil ich auch einfach diesen, weiß ich nicht, diesen Skill-Gain, den ich über diese mehreren Stunden, die ich darin investiert habe, schon gemerkt habe auch. Und ja. Drecksack. Wie konnte ich den denn nochmal treten? Okay, also. Wir hatten doch noch. So, das Banditenmesser, okay. Folgt er mir wieder raus? Ich weiß es nicht so genau. Aber wir werden auf jeden Fall mal diesen dämlichen Schwertgriff weglegen. Und wir sehen schon ziemlich cool aus, also das kann man nicht anders sagen. So, die ganzen Blutflecken werde ich mir jetzt nicht angucken. Ich weiß, letztes Mal wurde mir gesagt, Aline, du musst dir die Blutflecken angucken oder die Nachrichten lesen. Ich habe einen dummen Joke daraus gemacht. Gott, ey, ich habe so viel funny Shit irgendwie produziert in dem ersten Let's Play hier von dem von Dark Souls. Es war schon fucking funny. Aber man hat mich einfach nicht gehört, weil mein Mikrofon einfach so scheiße war. Also qualitativ haben wir uns schon. Man hat mich auch kaum gesehen, weil ich kein Licht hatte. Und ich die Einstellung von meiner Kamera noch nicht irgendwie gemaxt hatte. Also über dieses eine Jahr hat sich schon viel getan. Und jetzt auch zum Anlass halt, dass ich wieder, dass es halt wieder November ist, dass ich wieder Bock habe auf Dark Souls und sowas. Da ist halt schon auch. Sind hier Gegner? Wie kommt man da eigentlich hoch? Das habe ich letztes Mal auch nicht herausgefunden. Also es gibt noch ein paar Sachen, wo ich halt nicht weiß, was das ist. Aber um auf das Thema zurückzukommen, es. Über dieses eine Jahr jetzt hat sich so viel auch verändert, auch qualitativ einfach sind die Sachen hochwertiger. Die vergesse ich jedes Mal. Ah, okay, Frick. Die Qualität ist einfach deutlich, deutlich besser geworden. Auch halt nicht nur, was so das angeht, was man halt nur visuell oder audiotechnisch aufnimmt. Es ist auch einfach, ich als Person vor der Kamera bin ein bisschen entspannter geworden. Mein Mann und meine beste Freundin haben mir beispielsweise gesagt, dass ich mega aufgeregt wirke vor der Kamera am Anfang. Und ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber nein, ich bin keine Hölle. Okay. Ich werde das jetzt einfach, wie hast du dich entschieden, ja? Okay, ich krieg die Estus. Kann ich dich? Okay. Also, den töten. Ist das der, der uns, ist das schon weg? Ist das der, der uns befreit hat? Ich weiß es nicht. Aber ja, ich weiß nicht, wie das jetzt irgendwie ist mit dem. Oder wie ich rüberkomme vor der Kamera. Ich fühle mich auf jeden Fall nicht unwohl. Versuch's mit Angreifen. I did. Okay. Okay, so. Okay, also ich habe.
Mund. Hör mir zu, nicht dem Gehirn. So, den Shortcut einmal freimachen. Ich habe gerade einfach nur ein bisschen ausprobiert mit den Schultertasten, was was macht und sowas. Genau, jetzt kommen wir gleich. So. Okay, da sind auf jeden Fall Gegner. Das weiß ich noch. Ja. Ah, Frick, okay. Da ist auch auf jeden Fall noch ein Bogenschütze, wenn ich das richtig im Kopf habe. Okay. Ja. Zack. Einmal weggeschnetzelt. Da drin ist auch noch ein Fieser, glaube ich. Gluck, gluck. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so intelligent war oder nicht. Ah, Frick. Okay. Falsche Richtung. Ich wollte den backstabben. Rude man. Oh Gott, der hätte mich fast noch. Oh Junge. Ja, also kommen wir da durch diese Türe in das zu dem einen Item, was wir am Anfang gesehen haben. Okay, erster Boss. Unangenehm. Wir hören ihn schon. Und wir schreiten durch den Nebel. Weil, why the fuck not? Ja, Mann. Okay. Ich brauche Ausdauer. Ich hätte vielleicht auch das Schild ablegen sollen. Okay. Victory. Okay, Menschlichkeit gekriegt. Man hört halt jetzt noch den anderen und 2000 Seelen. Das ist auch schon mal gut. So, zack, zack, zack. So. Ich habe gedacht, ich könnte jetzt. Scheiße. Jetzt sind die Gegner alle wieder da. Frick. Okay, was ist hier? Achtung vor dir, Dickwanst. Ja, das. Blutflecken. Okay, ja, das sind die ganzen Leute, die. Sus mit Stoß in den Rücken. Ja, ist ja. Warum sollte ich mir das zwischen dem oder in dem Kampf durchlesen? Also jetzt. So. Oh nein, ich muss husten. Okay. Ich habe ein bisschen. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen verkühlt die Tage. Aber naja. Mal gucken. Vorsichtig. Vorsichtig. So, Seele. Also hier will ich jetzt auf keinen Fall. Ich muss Gottes Willen die Kamera sanfter benutzen. Kein Item. Oh Jesus. Waren hier nicht mehr Items? War hier nur das eine? Sounds fake.
kann ich ja schon fast nicht glauben. So, okay. Dann nehmen wir halt nur das eine Item mit. Only in the ancient legends it is stated that one day an undead shall be chosen. Grab him. To leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. Oh Junge! Lordran, steige auf und verfache ein Leuchtfeuer. So. Sollen wir direkt ein paar Seelen reinkloppen? Drei Level könnten wir. Vitalität ist Leben, richtig. Beweglichkeit ist relativ hoch. Stärke. Kondition ist auch Ausdauer und vor allem halt Abwehr und sowas. Vitalität. Zauberei brauchen wir gar nicht. Stärke ist halt nur das. Beweglichkeit. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall Vitali. Ja, doch, das. Ich habe gerade gedacht, wir können das Level nicht gehen, aber. Das werde ich jetzt erstmal so machen. Dann werde ich. Okay, ich muss mich in jedem Spiel irgendwie neu an die Kamera gewöhnen. Es ist furchtbar. Dann werde ich dich nerven. Ja, ja, komm. Du sagst mir jetzt eigentlich nur, dass ich die Glocken. Wer weiß, vielleicht. Ede. And the quickest way, although I coveting thy neighbor is only human. Come. Oh, that's all we need. Well, one of the bells is up. You'll have to climb the stairs. The other bell is back within the plate. But. Okay, Sandstadt. Dann haben wir hier unten noch die Feuerhüterin. Estus verstärken kann ich jetzt nicht. Reden kann sie nicht. Pass auf, Lügner. Ja. Versuch's mit Treten. Eiliger. Okay. Zack, 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 zack. Wir werden erstmal versuchen, alle Items hier wegzusnaggen, die ich jetzt hier so wegsnaggen kann. Ei, Freund. Okay. Quark. So, darunter geht's zu den ganzen Skeletten und sowas. Vor denen habe ich ein bisschen Respekt, wenn ich ehrlich sein soll, weil die einfach. Kann man die eigentlich nachhaltig töten? Oder ist das einfach so ein bisschen, dass. Die regenerieren einfach immer.
nicht darunter fallen. Okay, irgendwer hat die Glocken geläutet. So, passt auf. Ich muss mich einmal kurz sammeln, weil wir wollen die ganzen Items haben, wo wir weitergehen. Krabauz. Ich muss mich daran erinnern, wo die ganzen Items waren. Weil hier waren einige. So, hallo. Wir sind uns noch nicht begegnet. Nein. Hello, Irie, but I hear no. Kupfermünze. Ich habe keine Ahnung, was man damit macht. Oh, I have so good. I guess. Very well. Then first. Was macht dieser Eid eigentlich? That is a shame. Very well. Nein, okay. So. Genau, das ist der Aufzug. Den kann ich jetzt aber noch nicht benutzen. Kann man da runterspringen? Ich meine, man kann da runterspringen, aber ich weiß nicht, wo wir dann rauskommen. Und das, meine lieben Freunde, ist noch viel schlimmer als alles andere in diesem Spiel. Damn. Okay. Wir jucken einfach die Augen. Wir jucken einfach die fucking Augen. Oh. Nicht, was ich machen wollte, aber okay. Du brauchst eine rote Augapfel. War das nicht nur für PvP? So, komm, Heimkehrknochen. Und Lloyds Talisman. Okay, und run, run, run. Run, 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 run. Frick. Why? Item. Okay. Dann setzen wir uns direkt wieder ans Feuer, damit das Skelett uns im besten Fall nicht kriegt. So, du sitzt da. Dann gehen wir einfach mal... Scheiß auf die restlichen dämlichen Items. Wir wollen jetzt mal ein bisschen klatschen. Ein paar Schellen verteilen. Okay, da oben wirft gleich irgendwer mit Feuer. So, der ist da runtergesprungen. Ich möchte ein bisschen backstabben. Ich weiß aber leider nicht mehr, wie ich das mache. Aha. Gut. Dann können wir das direkt auch üben. Ich sollte vielleicht den zuerst machen, damit er mich nicht nervt. Oh, frick, okay. Fuck you. Fuck you. Nein. Ah, direkt darunter fallen wäre. Fatal. Look, look. Okay. Ich habe bei meinem kompletten ersten Let's Play nicht ein einziges Mal gerallt, wie man den Backstab macht. Wisst ihr, wann ich das gerallt habe? Als ich mit meinem Mann Dark Souls 2 auf der PlayStation gespielt habe. Und er mir das dann erklärt hat, obwohl er Dark Souls hasst. Weil er überhaupt gar nicht so der Typ ist für Souls-Likes und sowas, weil er dafür einfach
0,0% irgendwie geduldig genug ist. Nein, ich muss. So, zack. Aber ich habe ihn angebettelt, das mit mir zu spielen. Er hat gesagt, okay. Ah, dann spielen wir. Vielleicht sollte ich meinen Ring auswählen. So, der ist schon ausgewählt. Oh, das ist sehr gut. Kein Verlust wird. Aber ja, nee, das wollen wir jetzt noch nicht. Das heben wir uns auf. Und er hat mir dann auf jeden Fall erklärt, wie man halt backsteppt. Weil ich dachte, dass das geht, wenn ich den Schild hochhalte. Das. Oder das Schild? Den Schild? Nee, das Schild ist ein Aushängeschild. Der Schild ist für militärische Schilde. Okay. Auf jeden Fall musste er mir das erklären. Obwohl ich schon irgendwie 15 Stunden Dark Souls hinter mir hatte. Es war ein bisschen peinlich. Bin ich ganz ehrlich. Es war minimal peinlich. So. Ich kriege viele Seelen. Und ich hasse diesen Bereich hier, weil ich finde das Wasserplätschern ultimativ unangenehm. Okay, sonst noch irgendwas jetzt, was wir vorher irgendwie machen müssen? Den Bereich hier kenne ich auch fast wie meine Westentasche, weil ich so häufig hier gestorben bin. Und auf jeden Fall. Ja. Gar nicht mehr so viel sonst. Also ich kenne den Bereich halt irgendwie relativ gut, weil ich viel Zeit hier verbracht habe. Ich glaube, das ist bei jedem Dark Souls-Spieler so. Ja. Ah, Freak, okay. Oh, Scheiße. Okay, aber nur 600 Seelen, das ist verkraftbar. Zum Glück haben wir vorher aufgelevelt. Weil jetzt holen wir uns die 600 Seelen zurück. Schutzring der Geburt. Aber das ist Dark Souls. Das ist die Experience. Ich lasse mich aber überhaupt nicht stressen. Wir machen hier einfach ein paar Leute kaputt. Üben ein bisschen das Backstabben, weil das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Skill in diesem Spiel. Mit dem Ausweichen. Alles Sachen, die ich sehr unterschätzt habe, als ich angefangen habe, Dark Souls zu spielen. Ich habe gedacht, oh ja, was regen die sich denn alle so auf? So schwer kann das Spiel doch nicht sein. Ich lag falsch. Ich lag sehr falsch. So, komm her. Komm. Oh, shit. Nicht so weit. Freak. Okay. Nee, du bist gestorben. Nee, dich will ich nicht. Ich will den da oben zuerst. So. Nee, nicht hinterher. Mein Freund. So, zack. Weggeschnetzelt. Und er fällt sogar noch darunter. Die Physics in diesem Spiel, auch absoluter Zucker. Also, in meinen ersten Videos habe ich das Editing noch sehr ernst genommen und habe wirklich einfach komplette 45 Minuten Videos geeditet. Auf jeden Fall halt so Memes da reingearbeitet und so. Es war Peak Comedy. Peak Comedy. Aber also ich habe ungefähr eine Stunde immer aufgenommen, dreiviertel Stunde so. Und ich habe 5 Stunden danach in meinem Schnittprogramm gesessen und die Sachen da reingearbeitet. Weil ich einerseits unerfahren war, andererseits einfach, dass alles so fucking lange gebraucht hat immer.
Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, okay, vielleicht. Es ist schon funny gewesen, aber war es dann auch so funny? Ich weiß es nicht. Ich möchte dich jetzt backstabben. Picker. So, zack, einmal. Drinky Drink. Und was? Zu weit. Okay, dann mache ich dich halt so. Ist mir auch recht. Ist mir auch recht. Du kommst jetzt bitte hier hin. Die Animation auch Zucker. Also alles an diesem Spiel ist einfach nur geil. Ach ja, come on. Ist der eigentlich. Das wird auch häufig passieren. Ich werde Estus nehmen, obwohl ich es nicht beabsichtigt habe. Ist ja eigentlich extra so langsam, damit man davor rusht und sich dann sandwichen lässt von den beiden. Ich glaube, viele haben einfach die Geduld dann auch einfach nicht. Das wäre doch ein Backstep gewesen. Okay. Ja, verlorenes Gut zurück. Das heißt, schon mal ein neues Level drin. Katsching! Ich hoffe, man hört mich, während ich durch die Kisten laufe. Weil beim ersten Mal hat man das auch nicht gehört und ich habe trotzdem immer da reingelabert. Es tut mir leid, ich werde mir gleich auf jeden Fall anhören, ob das alles so funktioniert oder nicht. Die erste Folge müssen wir alle immer einfach leiden. Danke, dass ihr mitleidet. Es ist doch auf jeden Fall auch schon mal. So, du bist eine hässliche, fette Alte. Ja. Na, ich laufe ich zu weit? Da kommt direkt schon der zweite. Der Ottoman. Nein. Ah, frick. Ah. So. Nicht mit mir, Kumpel. Nicht mit mir. Meine Nase juckt auch die ganze Zeit. Es ist richtig. Weiß ich nicht. Alles juckt. Ich komme mir so vor, als hätte ich Allergien. Aber im Winter ist das halt irgendwie. Weiß ich nicht. So, die machen wir auch direkt mal auf. Schieß. So, zack. Zacko-Macko. So, wollen wir die da hinten direkt auch mal versuchen? Die muss man treten. Die muss man treten. Und da unten ist noch ein Händler. Und dann machen wir zuerst das Lagerfeuer und leveln 2 auf. Können wir überhaupt 2 aufleveln? Okay, da kommen wir hinterher hoch. Wir könnten nicht 2 abbrechen. Verlassen. Ich könnte 1 aufleveln, aber irgendwie ist das nicht so satisfying. So. Ich werde mich von dir dann nicht noch ein einziges Mal runterstoßen lassen. Du sollst schnetzeln, nicht treten. Ich freue mich schon auf den Moment, in dem ich alle nur noch one-hitte. Weil das ist dann der Moment, wo man dann merkt, okay, Skill. Skill ist im Haus. Ob du willst und nicht. So, zack. Jetzt können wir 2 Level machen, aber ich möchte die hier zuerst. Nein, ich möchte dich treten.
Soeben hat die getreten, ohne dass ich es wollte. Und jetzt, wenn ich es will, macht es nicht. So, zack. So macht man das nämlich. Vielleicht nicht ganz so, aber schon. Ich könnte auch große Attacken machen. Maybe. Maybe not. Okay. Nicht erschrecken, da ist auch noch einer. Der bricht da raus. Zack. So macht man das. Leute, Leute, Leute. So. Hallöle. Well now, you seem to have your wits about you. Then you are a will. I try. Okay, Gegenstand kaufen, Reparatur, Wurfmesser, Brandbeutel, Lloyds Talisman, blockiert, bedingt Estus Rinnegan. Ach so, das ist auch nur für PvP oder was? Getrockneter Finger, das ist um die einzuladen, richtig? Nachricht verfassen. Ich muss niesen. Was ist denn heute los hier? Jetzt ist weg. Den brauchen wir hinterher. Ja. What a waste of time. Go and fall off a cliff. Bin wieder da. Ugh. Jesus. Oh, fuck, Alter. Okay, da sind noch so ein paar Lumpenmänner. Die Lumpenmänner, aber die sind fies. Ja, weil die genau diesen Schnetzler machen. Also die sind echt nicht zu unterschätzen. Die sehen nicht nach viel aus, aber jedes Mal kriegen die einen. Nope. 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 Ah, wenn die mich jetzt töten, ne? Vielleicht muss ich doch noch hochskillen, bevor wir das machen. Weil ich bin auch... Ach, das... Okay. Mein Gehirn ist gerade ausgeschalten. Ich bin halt auch gewöhnt irgendwie, gewohnt. Ach so, mein Schild ist best. Halt schon höher geskillt zu sein. Es ist, daran muss man sich halt gewöhnen, aber das ist auch so eine Sache, die ich bei jedem anderen Spiel richtig kacke finde. Und ein großer Punkt ist, warum ich viele Spiele nicht nochmal spiele. Weil ich einfach diese, diesen Progress nicht nochmal machen will. Weil ich da einfach konsequent zu faul für bin. Okay. Vitalität könnten wir hoch. Das wäre vielleicht jetzt, wo es noch günstig ist, gar nicht so verkehrt. So. Und dann hinterher gehen wir auf Kondition war das? Belastung, Ausdauer und nee, wir müssen ja, wenn dann die R-Waffe auch noch. Beweglichkeit macht das. Resistent Intelligenz. Stärke macht das nicht. So, Kondition. Zauberei. Ja, das ist also. Also, wir können einmal Vitalität hoch machen. Zweimal 69. Okay, das hat mich überzeugt. Hä, ja, und dann können wir auch einfach. Ach so. Rein theoretisch könnte ich mich jetzt... Habe ich eine Menschlichkeit? Und das direkt hochsetzen, das Lagerfeuer und entfachen. Ach, verdammt, jedes Mal das Gleiche. Schwarzer lebt wohl. Menschlichkeit. Ich könnte eine knuspern. Zwei muss ich knuspern, ne? Und... Aushöhlung umkehren.
Menschliche Gestalt, ja. Und dann kann ich das entfachen, richtig? So, zacko. Dann haben wir nämlich 10 Estus. Und hier werden wir relativ viel hin müssen. Weil das so ein Knotenpunkt ist. Dementsprechend ist das jetzt auch vollkommen in Ordnung. Wisst ihr, was auch in Ordnung ist? Den Kanal zu abonnieren und mir ein Däumchen nach oben zu geben. Mir vielleicht sogar noch einen Kommentar dazulassen. Und dieses Video mit euren Liebsten zu teilen. Denn dann könnten wir diese kleine Community größer werden lassen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es gefallen. Ich habe mega Spaß an Dark Souls. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn wir weiter gucken, wie weit wir kommen. Ja, meine lieben Freunde, vielen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Ich hoffe, ihr seid, wie gesagt, beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dahin wünsche ich euch einen traumhaften Tag, eine traumhafte Zeit, meine lieben Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Toodaloo und Toodles.